Der Mann da oben hat gesagt, ich soll verschwinden, sonst haut er mir einen in die Goschen. Was soll ich tun? Martin hat natürlich gesagt, geh wieder rauf, ich filme. Ja? Sehr geehrtes Publikum, sehr geehrte Anwesende, liebe Gäste, lieber Martin. Zuerst möchte ich mich bei Udo und Martin Neussel und beim Team des Fördervereins des Peter-Singer-Preises für Strategien zur Tierleidverminderung bedanken. Einerseits für die Organisation der Preisverleihung, andererseits auch für die Einladung nach Berlin. Es ist mir eine große Ehre, hier heute einen Beitrag liefern zu können. Danke auch Edmund für die Vorstellung. Liebe Gäste, wie Sie hören, ich bin aus Österreich. Ich hoffe, Sie verstehen mich trotzdem. Ich bin der Meinung, dass der Förderverein großartige Arbeit macht und es freut mich, dass Udo und Martin die Arbeit ganz im Sinne der Sache und ihres ehrenwerten Vaters weiterführen. Martin und mich verbinden inzwischen über 20 Jahre gemeinsamer Vergangenheit mit vielen Höhen und Tiefen. In dieser Zeit war er für mich und viele andere eine riesige Inspiration und auf menschlicher Ebene hat es inzwischen auch sich daraus eine wertvolle Freundschaft entwickelt. Auch deswegen bedeutet es mir sehr viel, heute hier sein zu können. Ich kann mich noch genau erinnern, als ich das erste Mal von Martin gehört habe. Damals, vor über 20 Jahren, war ich Aktivist in einer kleinen Wiener Tierrechtsgruppe namens Basisgruppe Tierrechte. Ich fragte einmal in die Runde, ob wir die einzigen in Österreich sind, die sich für Tiere einsetzen und ob das nur junge Menschen machen. Ein Aktivist hat damals geantwortet, es gibt noch den VGT und da ist der Martin sehr aktiv. Weiters beschrieb er Martin wie folgt. Er hat einen Bart, ist schon älter, ist stark gebaut und geht gerne wandern. Damals wunderte ich mich, weil das überhaupt nicht in mein Bild von einem Aktivisten passte. Wandern ist noch immer nicht meins. Nach 3 Bergtouren mit Martin, inklusive Steinschlag, Verbrennungen am ganzen Körper vom Eisklettern und Knieschmerzen bis zur Bewegungsunfähigkeit, wo er mich wieder zurück ins Tal getragen hat, habe ich das herausgefunden. Ja? Einen Bart, ein gewisses Alter und eine gewisse Körperfülle habe ich allerdings inzwischen auch schon vorzuweisen. An mein erstes gemeinsames Erlebnis mit Martin kann ich mich auch noch ganz genau erinnern, als wäre es gestern gewesen. Eine Gruppe von AktivistInnen war bei der Frauenmesse La Donna. Dort wurde massenhaft Pelz verkauft und ich war als Neuaktivist so mutig, dass ich mit meinem Transparent auf die Bühne ging. Nun erzähle ich die Geschichte in Martins Worten, wie er sie mir einmal wiedergegeben hat, weiter. Der Felix rollte plötzlich sein Transparent fein säuberlich zusammen und kam auf mich zu und flüsterte. Der Mann da oben hat gesagt, ich soll verschwinden, sonst haut er mir einen in die Goschen. Was soll ich tun? Martin hat natürlich gesagt, geh wieder rauf, ich filme. Ja? Und ich muss sagen, ich habe auch sonst sehr viel von ihm gelernt. Aber nun genug von mir. Ich denke, was Sie viel mehr interessiert, ist der heutige Preisträger. Martins Biografie ist sehr außergewöhnlich und erklärt auch, warum er so arbeitet, wie er arbeitet und warum er so viele Erfolge für die Tiere feiern konnte. Trotzdem Martin sich immer für Umweltschutz eingesetzt hat, war seine erste berufliche Leidenschaft die Wissenschaft. Er war ein aufstrebender junger Wissenschaftler, der auch bald in Cambridge unterrichtete und forschte. In England kam er mit dem Gedanken der Tierrechte in Berührung und dieser Gedanke ließ ihn nicht mehr los. Er opferte dann seine akademische Karriere, um all seine Zeit und Energie den Tieren zu widmen. Sein analytisches Denken, seine enorme Intelligenz und auch sein Fokus auf das Wesentliche unterscheidet ihn dabei von allen anderen TierschützerInnen, die ich kenne. Sein Rezept wirkt von außen betrachtet einfach. Analyse von erreichbaren Zielen für eine Kampagne zur Gesetzesänderung, Schaffung von Problembewusstsein für ein Thema. Hier habe ich jetzt ein paar alte Bilder. Da sieht man zum Beispiel, wie er auf die Tiertransporte damals hinweist. Die Schaffung eines gesellschaftlichen Konfliktes.
mediale und öffentliche Diskussion sowie ziviler Ungehorsam, pragmatische Verhandlungen und die Etablierung von gesetzlichen Standards, die Verbesserungen für Tiere bedeuten. Ich möchte nun eine persönliche Anekdote zum Besten geben. Es gab in Österreich relativ bald ein de facto Verbot für Pelztierfarmen. Die Anzahl der Pelztierfarmen war schon davor nicht hoch und pragmatische Gesetzesverbesserungen machten die Zucht unrentabel. Der Verkauf von Pelz sank damals aber noch nicht, weshalb die Pelzlobby Werbung für skandinavischen Pelz machte. Martin hat das erkannt und reiste nach Finnland und Schweden, um Fotos und Filme zu machen, um in Österreich Problembewusstsein für den skandinavischen Pelz zu schaffen. Nachdem ein Teil der Filme am Postweg abgefangen wurde, suchte Martin Freiwillige, die ihn erneut nach Finnland begleiten würden, um die Filme nochmals zu machen. Ein 21-jähriger Felix Naht und ein Aktivist namens Andi waren natürlich sofort dabei und fanden sich dann in Finnland wieder. Während Martin in der ersten Nacht mit offenem Zelt und Schlafsack gut geschlafen hat, waren mir die Temperaturen von um die 0 Grad zu kühl und ich konnte trotz 7 Schichten Gewand wenig schlafen. Am nächsten Tag ging es los mit der Recherche. Andi setzte uns in der Pampa aus und Martin und ich besuchten die erste Pelztierfarm. Was wir nicht wussten, war die Tatsache, dass die Pelzfarmer schon auf das Auto aufmerksam wurden mit einem Helsinki-Kennzeichen, also es war offensichtlich ein Leihwagen von uns, und dass die Pelzfarmer dann unseren Kollegen Andi mit der Pumpgun bedrohten und die Polizei riefen. Als Martin und ich gerade zum Filmen begannen, kam auch schon ein Auto zur Pelzfarm und hat uns entdeckt. Wir rannten daraufhin querfeldein durch die finnische Tundra und das mitten in einer Gegend mit der höchsten Pelzfarmdichte weltweit. Telefonisch erfuhren wir, dass Andi verhaftet wurde. Der Plan war, dass ich mich der Polizei stelle und Martin die Filme rettet. Während ich dann schon in einer sicheren Polizeizelle war, spitzte sich für Martin die Lage zu. Eine Gruppe Pelztierfarmer auf einem Pickup durchkämmten die Gegend, sah Martin auf der Landstraße gehen. Mit Eisenstangen, Baseballschlägern und Pumpgun bewaffnet, verfolgten sie ihn bis zu einem Supermarkt. Das Foto ist hier jetzt tatsächlich sozusagen von original finnischen Pelztierfarmern. Martin verbarrikadierte sich auf der Toilette und der Mob wartete vor der Tür und wollte ihn lynchen. In Todesangst rief er seine Angehörigen in Wien an und wollte sich schon verabschieden. Diese alarmierten dann die Polizei und so konnte Martin gerettet werden. Nach 3 Tagen in der Polizeizelle wurden wir entlassen, holten die Filme aus dem Versteck und konnten die Aufdeckung in die österreichischen Medien bringen. An diesem Beispiel ist zu sehen, dass Martin nicht nur seine Karriere dem Aktivismus geopfert hat, sondern auch zwangsweise Zielscheibe von Morddrohungen durch seine Gegner wurde und oft sein Leben für Tiere riskiert hatte. Meine Mutter hat übrigens aus der Zeitung erfahren, dass ich in Finnland verhaftet wurde. Aus ihrer Sicht war Martin Barloch ein schlechter Umgang für mich. Die Wahrheit ist aber, dass Martin eine entscheidende und sehr positive Rolle in meinem Leben gespielt hat. Ich war emotional nie ein großer Tierfreund. Ja, manche wissen das. Aber durch ihn habe ich gesehen, dass es logische und strukturierte Argumente für Tierrechte gibt. Das hat mich überzeugt und zum Aktivisten gemacht. Als Aktivist war er mein größtes Vorbild, weil er gezeigt hat, dass man etwas verändern kann und vor allem wie. Er hat mich und hunderte andere in Österreich inspiriert und motiviert und ist inzwischen auch ein international anerkannter Stratege. Das sogenannte auf internationalen Konferenzen genannte Austrian Style Campaigning wurde zu einem Role Model in vielen Ländern. Ohne Martin wäre mein Leben ganz anders verlaufen und dafür möchte ich mich an dieser Stelle bedanken. Es gab allerdings, oder vielleicht auch gerade deswegen, weil es so viele Erfolge gab, auch dunkle Zeiten. Am 20.05.2008 hatten wir am Abend eine Sitzung des ehrenamtlichen Vorstandes der Veganen Gesellschaft Österreich.
Es wurde recht spät und deswegen entschloss ich mich, im Materiallager des VGTs zu übernachten. Am Morgen danach um 7 Uhr in der Früh wurde ich durch schallend lautes Klopfen wach. Polizei, sofort aufmachen! Ich dachte zuerst, es müsste eine Verwechslung sein oder dass es vielleicht im Nebenhaus brennt. Bum, 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 Polizei, sofort aufmachen! Ich ging Richtung Türe, plötzlich ein ohrenbetäubender Knall und mir flogen Glassplitter und die beiden Flügel der Metalltüre entgegen. 3 schwarz gekleidete Männer mit gezogenen Waffen, schwarzen Sturmhauben und einem Rambock kamen hereingerannt. Danach 3 Männer in Camouflagehosen mit Waffen und Sturmhauben, danach 2 Männer in Jeans und Lederjacken. Einen davon kannte ich, weil er uns auf legalen Kundgebungen immer wieder in seiner Rolle als Staatspolizist bespitzelt hat. Er sagte dann in ein Funkgerät, wir haben den Naht. Und ich wusste, dass es vielleicht doch keine Verwechslung war. Zur selben Zeit wurde auch bei meinem Freund Martin die Türe eingedroschen und er musste nackt mit gehobenen Händen an der Wand stehen und wurde mit Waffen bedroht. Was sich anhört wie ein schlechter Film, war im Nachhinein der größte Justizskandal des Jahres 2010 in Österreich. Zur Zeit der Hausdurchsuchungen, und hier sieht man zum Beispiel das VGT-Büro, wie das danach ausgeschaut hat. Wussten wir damals noch nicht, was kommen wird. Da wir zu keiner Zeit etwas Kriminelles gemacht haben, hätten wir nie damit gerechnet, dass gegen uns ermittelt wird. Ziviler Ungehorsam, also Verwaltungsübertretungen im Rahmen von Aktionismus, war immer unsere Strategie, aber wir waren immer friedvoll und standen mit unserem Gesicht und Namen zu unseren Aktionen. Einige Jahre danach stellte sich heraus, dass die Gebrüder Graf, ihres Zeichens Besitzer der Kleiderkette Kleiderbauer, mit dem damaligen Innenminister der ÖVP, Günter Platter, in der Schule gewesen waren. Zu der Zeit der Polizeiaktion fanden legale Kundgebungen des Vereins gegen Tierfabriken gegen Pelz statt. Das störte die Geschäftsleute und sie kontaktieren ihren alten Schulfreund, der 3 Tage danach eine Sonderkommission mit 30 BeamtInnen gründete. Diese Soko Pelz ermittelte ein halbes Jahr und konnte dem VGT keine Straftaten zuordnen, aber dann passierte das Unglaubliche. Der Staatsanwalt und Jäger Wolfgang Handler wendete den Paragraphen 278a gegen den Tierschutz an. Es handelte sich um ein Gesetz gegen organisierte Kriminalität, ähnlich dem deutschen Paragraph 129a. Das Gesetz ist dazu da, Mafia-Bosse zu belangen, die zum Beispiel mit einem Augenzwinkern einen Mord in Auftrag geben. Das Gesetz hilft, Strukturen zu untersuchen und zu belangen, wo keine Beweise vorliegen. Trotz massiver Überwachungsmaßnahmen, wie zum Beispiel Peilsender auf Autos, Kameras vor Wohnungen, Mikrofonen in Schlafzimmern, einer verdeckten Ermittlerin, Telefonabhörungen von über 300 Personen, Lesen von E-Mails, Hausdurchsuchungen konnten keine Beweise für Straftaten gefunden werden. Deshalb sagte man, dass Martin der Kopf einer kriminellen Organisation ist, der durch legale Unterstützungshandlungen, wie zum Beispiel das Halten von Vorträgen oder das Veröffentlichen von Filmen, unbekannte Einzeltäter dazu ermutigt hat, zum Beispiel die Fassade von Kleiderbauer zu beschmieren. Außerdem waren die legalen Kundgebungen angeblich eine Nötigung. Nach 3,5 Monaten U-Haft, also über 100 Tage, wurden wir entlassen. Hier sieht man zum Beispiel, wie den Tag, an dem Martin entlassen wurde. Im Endeffekt wurden 13 TierschützerInnen angeklagt. Martin war der Hauptangeklagte und ich war Angeklagter Nummer 2 und durfte neben ihm auf der Anklagebank Platz nehmen. Im Jahr 2010 begann der Prozess und wir mussten 3-mal die Woche nach Wiener Neustadt reisen und verbrachten 109 Tage vor Gericht. Trotzdem wir wussten, dass wir unschuldig sind, waren viele von uns pessimistisch, weil wir das Vertrauen in die Justiz verloren hatten. Wieder war es Martin, der den entscheidenden Unterschied machte. Seine unerschöpfliche Energie, seine Fähigkeit, die perfekte Strategie zu entwickeln und seine Fähigkeit, uns alle zu motivieren und uns Kraft zu geben, haben uns kämpfen lassen. Wir haben die Anklagepunkte gegen uns veröffentlicht und uns medial verteidigt. Wir haben Podiumsdiskussionen organisiert und auf eine demokratische Relevanz des Verfahrens hingewiesen. Es gab natürlich auch
viel Unterstützung aus dem Ausland, auch aus Deutschland, wo ich mich jetzt an der Stelle natürlich bedanken möchte. Hier sieht man da das mediale Interesse zum Beispiel. Am 5. Mai 2011 wurden wir in allen Punkten freigesprochen. Und Martin wäre nicht Martin, wenn nicht dann der Paragraph 278a auch noch reformiert worden wäre. Dank ihm ist es heute nicht mehr möglich, dass in Österreich so ein ähnlicher Fall wiederholt wird, auf gleicher Gesetzesgrundlage. Ja, was ich nicht erwähnt habe und wo sich auch ein kleiner Fehlerteufel eingeschlichen hat bei Edmund, weil er hat mir da mehr Credit zukommen lassen, als mir eigentlich gebührt. Martin hat 1999 die Vegane Gesellschaft Österreich gegründet. Damals war ich noch in der Schule, habe sehr gerne Fleisch gegessen und habe Witze über die Vegetarier und Vegetarierinnen in meiner Klasse gemacht. Inzwischen bin ich jetzt aktiv für die Vegane Gesellschaft und ja, wir haben jetzt doch auch schon ein tolles Team von inzwischen fast 40 Leuten, aber ohne seine visionäre Kraft gäbe es den Verein gar nicht und er unterstützt uns noch immer ehrenamtlich im Vorstand. Den Verein gegen Tierfabriken hat er zur stärksten Kraft für Tierschutz und Tierrechte in Österreich gemacht. Inzwischen arbeiten fast 40 Menschen hauptberuflich, fast 70 Menschen hauptberuflich und viele, viele Ehrenamtliche ununterbrochen für den Tierschutz. Und das ist auch ihm zu verdanken. Inzwischen gibt es aber etwas, was Martin mindestens gleich wichtig ist wie der Einsatz für Tierrechte. Nämlich seine beiden Töchter Ida und Clara. Sie bedeuten alles für ihn, sie sind heute auch da und das bedeutet Martin sehr, sehr viel. Genauso wie auch, dass viele Weggefährtinnen und Familie aus Wien mitgekommen sind. Allen voran auch Dani, die auch gleichzeitig dafür verantwortlich ist, dass wir heute diese schönen Fotos uns anschauen können. Ja, Martin ist aus meiner Sicht der einzige Österreicher, den ich persönlich kenne, der Geschichte geschrieben hat. Die von ihm geplanten erfolgreichen Kampagnen machen einen Unterschied. Er ist eine historische Persönlichkeit und im Büro unser Held. Deshalb bin ich der Meinung, dass er den Peter-Singer-Preis, und hier steht er nämlich zufällig sogar neben dem Namensgeber dieses Preises, durch und durch verdient. Martin, vielen Dank für alles und allen anderen vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus